Freunde, ich möchte euch heute zeigen, wie man die Klickerkonditionierung vornimmt. Es ist doch oft tatsächlich wirklich so, dass ich ganz, ganz viel zu den Leuten komme und die haben alle diese Klickerbox. Und jeder sagt, mein Gott, ich habe die schon so viele Jahre, diese Klickerbox, habe sie aber noch nie benutzt. Wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich aufs Wesentliche, und zwar, wie konditioniere ich eine Katze? Ich werde jetzt hier gar nicht viel Aufwand machen oder viel Aufwand betreiben mit der Katze, aber das ist das, was ich eigentlich meinen Menschen immer mitgebe, und es funktioniert so wahnsinnig toll. Das heißt, nehmt euch für eure Katze einmal am Tag oder vielleicht auch zweimal am Tag 60 Sekunden lang Zeit und nehmt euch 3 Leckerlis, mehr brauchen wir auch gar nicht dazu. Wir nehmen jetzt ein Leckerli raus. Und was passiert dann? Das heißt, wir nehmen einen Klicker, eben nicht die Zunge, sondern einen Klicker oder einen Kugelschreiber, auch der gut funktioniert, der so klackert. Und dann machen wir folgendes. Klick und ich lege ein Leckerli hin. Lass die Katze ganz in Ruhe das Leckerli aufessen. Sag auch gar nichts dabei. Dann wieder Klick. Es kommt wieder das Leckerli. Wieder aufessen lassen. Und dann wieder. Wenn die Katze fertig aufgegessen hat, klick und wieder das Leckerli. Und das macht man eine ganze Woche oder 2 Wochen lang durch. Die meisten berichten mir sowieso schon, dass nach ein paar Tagen die Katze sofort weiß, wenn der Klicker erstens einmal von der Lade rausgeht, räumen wird, beziehungsweise wenn er einfach, wenn es geklickt wird, dann schaut die Katze, hey, wo ist meine Belohnung? Und dann wisst ihr ganz genau, ah, jetzt ist meine Katze konditioniert. Das ist unsere Basis. Das ist wie wenn man ein Haus baut und ein Fundament macht, ja? Also Gerüst, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir fangen noch gar nicht an mit Pfote geben und Todesrolle machen oder auch leg dich hin oder so, ja? Sondern ganz wichtig ist einfach diese ganz einfache Konditionierung. Und wenn ihr beide habt oder wenn ihr 2 oder auch mehrere Katzen habt, wenn es nicht gleich am Anfang mit allen klappt, was natürlich oft schwierig ist, weil die schauen ja und die wollen ja auch die Leckerlis, die fahren ja total ab, dann entweder ihr nehmt eine aus der Gruppe raus oder ihr sagt, wir machen es mit 2 oder 3, dann ist am geschicktesten, ihr nehmt solche Platztäckchen, solche wie von so Tellertextilien, und dann ist wichtig, dass jede Katze sozusagen ihren eigenen Platz hat und nur dort auf diesem Platz ein Leckerli bekommt. Und so beginnen wir. Wir machen noch gar nichts mehr. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr übt mit euren Katzen und habt viel Spaß mit euren Katzen. Wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch einfach bei mir. Ich bin für euch immer da, für eure Fragen. Ciao, eure Petra.